Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Means Reality auf der Grünfelder Land mit dem Diesel. Servus. Servus. Die stehen immer noch da. Unmöglich, ne? Ich streck mich mal ein bisschen, dass es nicht so offensichtlich ist. Meinst du, die fahren noch mal weg? Was weiß ich. Ich glaube eher nicht. So, der Döner war gut, ey. Ja. Ah ja, ich habe Flasche jetzt, zurück, danke. Ja. Ja, von mir. Au. Ich habe gerade mit Neumann telefoniert. Wenn ich das Geld zusammen habe von den Zwiebeln schon alleine, werde ich den nochmal anrufen wegen dem Schreiner. Okay. Weil somit fließt dann auch ein bisschen mehr Geld wieder in meine Kasse. Ja, warte mal, ich muss mal gerade sowieso ins Tablet gucken. Okay, Hackschnitzel habe ich noch ein bisschen. Holzkohle hatte ich ja letztes Mal. Ist schon wieder einiges passiert. Und ist voll. Und das hier. Bretterpaletten haben wir zwei drin. Noch drei Leerpaletten. Ich muss auch mal wieder Leerpaletten zum Ding bringen. Zum Metzger. Der ist auch leer, habe ich vorhin gesehen. Oha. Ein Holzscheitel habe ich mir gekauft, ist aber glaube ich noch nichts passiert. Genau, noch kein Holz drin. Stimmt, die Wälder, ich muss. Wenn ich die Wälder jetzt so im Tablet gucke, ne? Die sind aber auch schön, ganz schön teuer. Ja. What? Das ist ja interessant. Was denn? Ich kann für die Kartonproduktion auch die auf Bio machen, noch mit Elefantengras. Oh. Da brauche ich keine Hackschnitzel mehr. Okay, ob sich das lohnt? Weiß ich nicht. Der Metzger. Ja, der braucht Leerpaletten, ey. Ist leer. Muss man gerade mal gucken, ob ich auch noch Leerpaletten produziert habe. Ich hatte dein Metzger noch genug. Aber ich brauche Nägel. Was? Metzger hat dein Metzger ja, hat die, noch genug Viecher. Die können gerade nicht verarbeiten, weil die Paletten fehlen. Ja, weil ich habe schon wieder 125 im Stall. Ja, lass die machen. Und zwar in einer Stunde 45 Minuten kommt schon das nächste Tier auf die Welt. Kommt der nächste Wurf. Papier. Sägewerk, Moment. Sägewerk ist leer. Ich brauche Stroh, Hackschnitzel, Elefantengras. Das ist schon interessant, dass man das jetzt als Brennstoff benutzen kann. Gut, dann muss ich gerade mal telefonieren. No, ich gehe weitermachen. Jo. Ich laufe mit rüber. Ja. Wenn sie Tage arbeiten, ey, es ist schon ein bisschen anstrengend. Ich müsste eigentlich. Klingelingeling. Hallo? Hallo? Jo, Volker, ich bin's. Jürgen, ich bin's. Volker. Moin. Ich höre dich schon wieder so schlecht. Besser? Ja, ein bisschen. Ich hab gehört, dass ihr Nägel herstellt. Stimmt es? Ja. Habt ihr da schon welche auf Lager? Nee, noch nicht. Die ist gerade am Anlaufen. Okay, das ist gut. Da bräuchte ich nämlich so schnell wie möglich welche, weil die Leerpalettenproduktion steht still. Ja. Geben wir dir Bescheid, sobald wir welche haben. Okay.
Also so, wenn du zwei Paletten habt, dann würde ich vorbeikommen, die schon mal Ja. abholen. Das mit dem LKW, das kostet 1500. Bloß. Ja. Ist ja chillig. Okay. Gut, weiß ich Bescheid. Wie viel Nägel sind es pro Palette? Boah, das weiß ich gerade gar nicht. Okay. Das müssen wir noch gucken. Okay. Gut, dann bis später Jo. mal. Okay. Tschö. Jo. Okay. Gut. Also, dass die Polizei aber gerade noch nicht auftaucht, die ist ja gestern noch nicht gekommen und heute auch noch nicht, ist gar nicht so schlimm, weil dadurch haben wir vielleicht Zeit und der Stefan Müller ist rechtzeitig da mit den Unterlagen. Wahrscheinlich kommt jetzt die Polizei gleich im Sack. Ja, von dem her nicht ganz so schlimm. So, ich werde jetzt aber, glaube ich, gleich tatsächlich beide Anhänger hier abstellen und mich aus dem Staub machen, mehr oder weniger. Beziehungsweise ich muss so, kann ja eigentlich nichts arbeiten. Oder ich kann die drei Leerpaletten, die ich noch habe, zum Ding bringen. Zum Metzger. Besser wie nichts. Nee, kann ich auch nicht, weil ich habe den Anhänger nicht. Ja gut, dann muss ich halt doch warten. Und ich muss mir ein Stück Wald kaufen. Das ist eigentlich das, weshalb ich gerade Geld spare. So, was auch noch nicht passiert ist, ist, ich habe noch keine Rechnung fürs Wasser gekriegt. Also von letzter Woche 32.000 Liter. Ist nicht mein Problem, weil, wie so schön heißt, ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Also ich bin glücklich, wenn ich dafür nichts zahlen muss. Und die Gemeinde ist mehr oder weniger selber schuld, wenn sie mir keine Rechnung schreibt. So, jetzt bin ich mal gespannt. 272.000, ey. Ist ganz ordentlich. Ist ganz gut, was hier sich gerade anhäuft. Aber ich könnte eigentlich schon mal anfangen, das Feld zu tiefenlockern. Das Problem ist halt eigentlich gerade, dass meine Felder brach liegen, da nichts passiert. Ja. Ich habe noch das eine Pachtfeld und das andere Feld, die gerade einfach nur rumliegen. Das ist ein bisschen ungeschickt. Aber nur ja. Kann man nichts machen. Man kann sich ja auch nicht teilen, ne? Aber ich könnte hier jetzt schon mit dem Tiefenlockern anfangen, denke ich. Dann sparen wir uns Zeit. Der kann ja jedes Mal hierher fahren, abtanken.
Und ich fange schon mal mit der anderen Arbeit an. Gut. Er hat aber schon ein bisschen zu kämpfen hier, habe ich das Gefühl. Volker! Jo. Die Polizei steht schon wieder hier oben am Feld. Ja, endlich, ich habe schon drauf gewartet. Wie? Die haben mich ja gesucht, von dem her habe ich eigentlich drauf gewartet. Ach so, und warum suchen sie dich jetzt schon wieder? Ja, die haben mit mir ja noch nicht gesprochen. Nachdem du angerufen hattest. Okay, ja, jetzt stehen sie hier oben am Feldrand. Okay. Ja, dann stehen sie da eine Weile. Ich werde jetzt hier hinten mal quer pflügen. Mal gucken, ob sie rüberkommen. Ja. Oh, jetzt stehen sie schon mit Blaulicht hier. Ja, können sie ja machen. Ich bin beschäftigt. Ich auch. Gut, danke. Tschö. Gut, ciao. Ja, bin ich mal gespannt, ob sie rüberkommen. Ich muss ja das nicht sehen, ne? Vor allem ist der Trecker so laut, da höre ich nichts. Tut mir leid. Ist schon ein bisschen gemein, ne? Aber mal gucken, ob sie rumkommen. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht in denen ihre Richtung schaue. Dann habe ich eine gute Ausrede, dass ich es nicht gesehen habe. Gut. Ja, das ist jetzt halt ein bisschen doof, ne? Jetzt sehe ich es, glaube ich, fast ohne Zweifel. Ich mache ja eigentlich nichts, ja. Ich pflüge ja einfach das Feld. Das darf ich ja wohl tun. Wenn ich die nicht sehe, kann ich ja nicht reagieren. Tut mir leid, Polizei. Ich sehe auch niemanden hier rumlatschen. Warte doch, da hinten fährt einer rum. Da fährt einer rum. Aber naja. Was soll's. Liebe Kollegen. Ich sehe auch kein Blaulicht. Von dem her, alles kein Problem. Abhauen kann ich sowieso nicht. Feld ist ja eingezäunt. Da habe ich auch gar nicht vor, abzuhauen. Aber ich lasse mich halt ungern in der Arbeit stören, ne? Muss ja auch vorangehen.
sollen sich auch mal ein bisschen bewegen. Oh ja. So, liebe Leute, ich bin mal gespannt, was da morgen passiert. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen rein, damit ihr seht, was passiert. Und ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss.